Ja, moin moin Leute. Wir sind hier heute über Hörsten und werden uns hier mal anschauen, was wir uns hier für eine Mission schnappen können. Ich bin heute mit der Aurora unterwegs. Und zwar mit der Aurora LN. Das ist die Militärversion der Aurora. Da. Ich habe 4 Raketen für Rattler 2. Ein Eost, Quantum Drive, Ultra Flow und Zero Rush Cooler. Breton Power Plant. Das ist ein ziviles und zwar ein beziehungsweise zivil ein industrielles, ein militärisches Schild und ein industrielles Schild, beide vom höchsten Level für dieses Schiff, nämlich Size 1. Ja, die Waffen habe ich 4x Attrition drin, sind gegimbelt und ein Raketenrack. Ja, dann schauen wir mal bei den Aufträgen. Ja, nehmen wir doch mal heute so einen mit den... Ja. Ja, was ist hier zu machen? Hier bei einem solchen Auftrag, da ist es... Man soll zu einem Comma-Ray fliegen. Dort sind Monitoren unterwegs, so quasi Datenabfanggeräte. Die sollen zerschossen werden und man soll eben halt die Gegner daran hindern, eben halt Outlaws dort Daten abzufischen. Ja. Den akzeptieren wir jetzt mal. So, Track, okay. Einmal in die Karte. Wo haben wir ihn? Der Track da. So. Dann wollen wir da mal hinhoppeln. So, dann mache ich mal den Banner während des Fluges aus. Zack, weg ist er. Waffen, jo, gehen. Die Schilde vom Schiff habe ich übertaktet, ansonsten ist alles ganz normal eingestellt. So. Warum springt er schon früher? Frage. Und was hat mich da getroffen? So. Einer ist unten, einer schräg oben. Oh, das ist also das Richtige. Das ist einer von diesen Monitoren. Und den zerbratzeln mal so schnell es geht. So. Nächste Monitor war... Da in diese Richtung. Ja.
Shit, das war er nicht. Nah genug ran, damit unsere Waffen auch vernünftig treffen können. So. Eine M50. Da haben wir eine Aurora, die schießen wir auch schnell weg. So. So, fliegen wir wieder Richtung Camaray. Na komm. Das war knapp vorbei. Oh. So, hier ist noch ein Gegner. Ja, komm. Also ich habe jetzt noch nicht wirklich eine Erfolgsmeldung gelesen, dass wir die Mission geschafft hätten, oder? Jetzt kam sie. So. Doch komplett. Das darf drunter eigentlich nicht rot sein.
Alle Monitoren abgeschossen, alle Gegner abgeschossen. Ja. Würde ich mal sagen, zurück nach Everest Harbor. Ja, lässt einen wieder nicht Kurs eingeben. Jo. Ja, manchmal ist das sehr unschön, den Kurs einzustellen, also mit dem Hin- und Herdrehen, und das kann man verbessern. Wie gesagt, also solche Aufträge für 20.000 in relativ kurzer Zeit. Ja, was waren es so? Ich sag mal so ungefähr 10 Minuten Flugzeit mit Kampf. 20.000 verdient. Ja, da kann man nichts zu sagen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ja, dann vielleicht ein Like oder so. Oder auch die Klingel aktivieren. Wer weiß. Vielleicht war es ja so gut. Auf jeden Fall sage ich jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Wünsche euch alles Gute. Also, bis denne dann. Tschüss.